Hallo Kinder! Heute beschreiben wir zusammen ein Bild aus dem Wimmelbuch. Das ist eine Straße. Autos fahren drauf. Ein rotes Auto und ein bunter Minibus. Der Minibus gehört einer Musikband. Schau, hier auf dem Dach liegen Musikinstrumente. Kannst du zwei andere Minibusse finden? Hier sind sie. Der ist rot und der ist hellblau. Und das Auto ist gelb. Und wo ist der Traktor? Findest du einen Traktor? Richtig, hier ist er. Der ist rot und hat einen Anhänger. Das ist der Anhänger. Das ist ein Bagger. Was macht er da? Er gräbt ein Loch aus. Die Wasserrohre sind kaputt. Und die Arbeiter wollen sie reparieren. Siehst du das Wasser auf der Straße überall? Das ist deswegen passiert, weil die Wasserröhre kaputt waren. Diese Leute sind Arbeiter. Einer von denen sitzt im Bagger drin. Hier. Da steht ein Kiosk. Da kann man Obst und Gemüse kaufen. Findest du auch drei Fahrräder auf dem Bild? Hier sind sie. Eins, zwei, drei. Und das ist ein Cabrio, ein Auto ohne Dach. Hier fährt ein kleiner Lastwagen. Der fährt einen Käfig mit Hühnern drin. Oh nein, die Tür vom Käfig ist aufgegangen. Die Hühner sind rausgefallen und rennen alle weg. Die Leute versuchen, sie zu fangen. Die Frau mit dem Regenschirm. Der kleine Junge. Ein Huhn ist auf das Dach vom Minibus draufgeklettert. Was sucht es denn da? Und ein Huhn sitzt auf einem Verkehrszeichen. Und jetzt zählen wir alle Autos auf dem Bild. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Tschüss!